Freunde, hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich im Titel lesen könnt, heißt dieses Video, wie kriege ich schnell Abonnenten. Also wahrscheinlich nicht schnell Abonnenten, weil das wird später, aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte eine neue Rubrik starten. Dieses Video ist frei verfügbar. Also, das könnt ihr auf Englisch vertonen. Ihr könnt dieses Video nehmen. Ich müsst mich halt nur verlinken. Ich komme jetzt zu was. Also, YouTuber hilft YouTuber. Ich will das irgendwann so machen, dass quasi die großen YouTuber werden immer größer und die kleinen werden gar nicht mehr angezeigt. Auf der Startseite oder so. Früher war das doch so. Ich bin auf die Startseite gegangen und da kam auch ein YouTuber, weiß das ich, der 20, 30 Abonnenten hatte. Das war halt Zufall. Ne? Heute ist das so, nur große YouTuber. Kennt ihr vielleicht die i-Dötzchen aus der Schule? Wenn nicht, ich erkläre es jetzt mal kurz. i-Dötzchen sind quasi die Erstklässler oder gibt es halt diese Partner, sag ich mal, aus der Mittelstufe oder Oberstufe, die Kleinen beschützen, die zeigen, wo alles in der Schule ist, wie alles geht, und das will ich auch in YouTube machen. Hört jetzt dumm an, aber es wird Sinn machen. Einfach aus dem Grund, dass wie ein Kronk oder ein Sarza oder ein Lexi Maxi oder wie sie alle heißen, also Mythenakte. Es gibt so viele große YouTuber mittlerweile, also Logo. Ja, da könnt ihr jetzt Stunden drüber reden. Ihr kennt viele auch wahrscheinlich, ne? Ihr wisst, was ich auch meine. So. Danny Justin. Ich kenne jetzt den Spruch nicht, was würde ich denn sagen? Ich habe voll vergessen, weil das einfach jeder YouTuber sagt. Ja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall will ich das halt irgendwann so machen, beispielsweise ein großer YouTuber. Also ich denke, okay, ich gehe mal gucken bei YouTube-Kanäle, irgendwelche Kanäle gucken. Den nehme ich für zur Brust, helfe ihm ein bisschen, schreibe ich mit ihm, supporte ihn und sonst irgendwas. Der soll nicht pushen. Das ist nicht das Ziel, dass ein großer YouTuber euch pusht. Ihr hilft euch einfach nur, in der großen, weiten Welt YouTube weiterzukommen. Mehr soll er nicht machen. Das ist das Einfachste. Ja, und hinter mir sieht es scheiße aus. Ja. Auf jeden Fall ist das relativ geil. Aber da muss ich alle mithelfen. Ob ihr jetzt ein YouTuber seid, ob ihr YouTuber seid, die 2 Abonnenten habt, 10, 100, so wie ich, also 105, um genau zu sein, 1000, so, und ihr könnt euch auch gegenseitig helfen, ihr könnt da schon mit anfangen. Ich beispielsweise könnte jetzt einen nehmen, der 50 Abonnenten hätte, der 2 Abonnenten hätte, oder sogar 0 Abonnenten, und einfach sagen, ja, Junge, ich kenne jetzt jemanden, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, weil, ne, auch ein YouTuber, der filmt seine Gameplays mit dem Tablet. Ja, das sagt schon alles, ne, Leute. Ja, ist halt so, er fängt gerade an, er hat, glaube ich, 2 oder 3 Abonnenten, halt so Freunde und so. Ich habe auch abonniert, weil es halt ein Freund von mir ist, so, ne. Ja. Im weiteren Kontext halt, wenn ihr dieses Video teilt oder einfach mal diesen Link bei irgendwelche YouTuber reinbringen oder darunter einen Kommentar schreibt oder auf irgendwelchen Plattformen, tut es einfach, macht es. Dieses Video soll um die ganze Welt gehen. So. Natürlich ist mein Kanal eigentlich ein Gaming-Kanal. Im Moment mache ich alles Mögliche, so wie Dubstep oder sonst irgendwas. Ne? Problem bei mir ist, ich bin gerade den Umsprung von Ausbildung zur Arbeit so, und mit Geld, bla bla, kennt ihr bestimmt. Ne? Viele denken, die YouTube machen, die sind reich, auch wenn die wenig Abonnenten oder so haben oder wenigstens ein bisschen verdienen, ist aber nicht so. Das ist echt schwer, mit YouTube Geld zu verdienen, Leute. Da muss man immer dranbleiben. Und ich gebe mir ja schon Mühe mit den Videos und so. Das Video werde ich jetzt auch recht viel bearbeiten und so. Ja, ich komme jetzt auch gerade früh von der Arbeit und so. Ja. Auf jeden Fall, Leute, ihr müsst dieses Video teilen. Meinen Kommentar machen, beispielsweise.
Ihr könnt dieses Video auch, wie gesagt, nehmen. Ich versuche mal eine Download-Datei von selber von dem Video zu machen. Quasi, dass ihr das euch runterladen könnt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht. Also es wird halt nicht so schwer sein, eine Video-Datei zu verlinken. Ne? So, muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall, das Video muss um die Welt sein. Das ist jetzt kein Video, weil ich Klicks haben will, weil das in den Trends sein soll. Das soll einfach für jeden einzelnen kleinen YouTuber sein. Weil ich kenne so viele kleine YouTuber, die einfach nicht wachsen. Weil sie übersehen werden, nicht gesehen werden. Weil aus irgendwelchen Gründen das nicht in der... Wenn man meinen Namen eingibt, ganz ehrlich, kommen tausend verschiedene. Obwohl mein Name als einzigster so geschrieben wird, wie mein Kanal geschrieben wird. Das ist der einzigste. Und da kommen tausend andere und meiner so ganz unten, was auch keinen Sinn macht, weißt du so. Wenn man Kronk eingibt, klar, oben Kronk. Ne, Leute, deswegen helft mir dabei. Das ist spitze. Und wenn du selber YouTuber bist, wie gesagt, mach selber auch so ein Video. Nur ist ja cool, wenn du mich verlinkst oder du nimmst halt mein Video oder mach dieses Video, wenn jemand das auf Englisch kann, also der gut übersetzen kann, macht's auch auf Englisch. Da haben wir noch mehr Reichweite oder auf irgendwelche andere Sprachen. Damit verabschiede ich mich, ne? Leute, bleibt sauber. Natürlich werden noch Gameplay-Videos kommen. Und ihr müsst mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes Video haben wollt. Beziehungsweise Ende des Jahres werden ja verschiedene Spiele rauskommen, wie das neue Call of Duty, Star Wars Battlefront 2, sowas halt, ne, was ihr so haben wollt. Also ein paar Spiele werde ich auf jeden Fall spielen. Auf jeden Fall bin ich voll gehypt auf Hello Neighbor. Warum keine Beta-Spiele? Ganz einfach, weil ich das auf der Konsole zocken will und nicht auf dem PC, weil auf dem PC zocke ich nur Arma. Und ja. Und ich brauche erstmal auch eine neue Elgato, bevor ich erstmal aufnehmen kann, weil so wie ich das vorher immer gemacht habe, geht gar nicht mehr. Nee. Ich hatte das immer mit, wie heißt es doch mal, boah, ich habe jetzt, mit hier 10 Minuten Aufnahme gemacht von selber von Xbox und da ist die Qualität ja nicht so gut und da habe ich das auch mit OBS mal eine Zeit lang gemacht und OBS ist zwar richtig geil, aber auf der Dauer für PC ist das kein Problem, aber weil ich weiß, das Bild von der Xbox hierhin streamen muss, dann der Stream, das viel zu viel Leitung und dann ist das Bild auch scheiße, die Qualität, weißt du, Leute. So, jetzt verabschiede ich mich wirklich. Däumchen hoch, wenn ihr wollt. Würde mich freuen. Oder einen Kommentar schreiben, wie ihr das Video fandet. Wie gesagt, ihr könnt das auch noch teilen. Ich habe wiederhole mich jetzt und ich sage jetzt einfach mal ciao. Die Aufnahme läuft noch. Geil. Tschüss. Bye bye.